Das Wort dem Kollegen Christian Dürr, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Solidaritätszuschlag ist zur Finanzierung der deutschen Einheit eingeführt worden. Im Jahr 2019 läuft der Solidarpakt aus. Damit, meine Damen und Herren, entfällt auch der Grund für diese Sonderabgabe. Konsequenterweise ist der Solidaritätszuschlag abzuschaffen, um das in aller Klarheit am Anfang zu sagen. Liebe Kollegen, Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, hat in den 1990er Jahren gesagt, der Solidaritätszuschlag ist bis Ende 1999 endgültig weg. Dann kam eine rot-grüne Bundesregierung, und man kann mit Fug und Recht sagen, auch vor dem Hintergrund der damaligen Finanzsituation des Bundes, die Finanzierung der deutschen Einheit hat länger gedauert. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Aber Helmut Kohl hat mit seinen Worten keinen Wahlkampf machen wollen. Es ging ihm nicht um politische Propaganda, sondern es ging darum, ein politisches Versprechen einzulösen, meine Damen und Herren, ein Versprechen der deutschen Politik. Und wir als Freie Demokraten fordern heute vom Deutschen Bundestag ein, genau dieses Versprechen einzuhalten, meine Damen und Herren. Und ich will das direkt in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union sagen. Verstecken Sie sich in dieser Frage nicht hinter den Sozialdemokraten. Das hat doch nicht die SPD bei den Koalitionsverhandlungen zur Großen Koalition durchgesetzt, meine Damen und Herren. Das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, ist genau das, was die Union auch im Rahmen der Jamaika-Sondierung für unverhandelbar erklärt hat, meine Damen und Herren. Das ist genau das, was Sie wollten. Sie wollen genau das. Sie wollen genau das. Sie wollen genau das, Herr Kollege. Und die Argumentation ist ja spannend, Herr Kollege. Also, mit Verlaub, wenn jetzt das Argument kommt, wir hätten uns damals sozusagen nicht ausreichend durchgesetzt bei Jamaika, das finde ich besonders spannend, dieses Argument. Sie geben damit doch offiziell preis, dass die Entlastung der Mitte der Gesellschaft nicht mehr das Anliegen der CDU und CSU ist. Gut, dass es die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag gibt, liebe Kollegen der Union. Und ich will Ihnen noch mal sagen, was bedeutet das? Die Argumentation heute ist ja, wir machen zwei Jahre nach Auslaufen des Solidarpaktes einen ersten Schritt. 90%, so die Argumentation der Zahler des Solidaritätszuschlages von heute, brauchen ihn dann nicht mehr abführen. Was bedeutet die Regelung, die Sie haben wollen zum Solidaritätszuschlag, die jetzt im Koalitionsvertrag aufgegriffen worden ist? Das bedeutet doch, dass die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, dass die kleinen Familienunternehmen, dass diejenigen, die Sie gerade in Sonntagsreden immer wieder loben, die für die Mehrzahl der Arbeitsplätze gesorgt haben, gerade während der Krisenjahre in Deutschland, dass diejenigen, die sich jetzt aufmachen, die Digitalisierung zu bewältigen, die jetzt die Liquidität brauchen, um neue Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen, dass sie den Unternehmen den Rücken zukehren, meine Damen und Herren von der Union. Diese Unternehmen, an diesen begehen Sie in Wahrheit den Verrat, und das ist der eigentliche Skandal in dieser Debatte, meine Damen und Herren. Und ich will das zum Schluss sagen. Wenn ich die Debatten in der Union in den letzten Wochen und Monaten, auch Jahren beobachtet habe, dann war das ja immer so ein Zweifel, sind wir eigentlich noch konservativ genug als Union? Also da ging es um die Abschaffung der Wehrpflicht, um die Ehe für alle. Ich halte diese Debatte für Quatsch. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Union in Deutschland ihren ordnungspolitischen Kompass verloren hat, meine Damen und Herren. Sie haben sich in Wahrheit vom Wohlstandsversprechen von Ludwig Erhard verabschiedet, meine Damen und Herren. Es geht um die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik an dieser Frage. Und deswegen auch aus strategischen Gründen, die Entscheidung über den Solidaritätszuschlag
kann der Deutsche Bundestag alleine fällen. Er braucht nicht die Länder. Verstecken Sie sich nicht hinter Ihrem Koalitionspartner. Verstecken Sie sich nicht hinter den Landesregierungen, meine Damen und Herren. Machen Sie sich die Mittelstandsunion in Ihren eigenen Reihen zum Beispiel, die jetzt gerade fordert, dass der Soli für alle abgeschafft werden muss. Es geht um politische Hygiene an dieser Stelle, meine Damen und Herren, und um die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik und ein Versprechen, was Sie in den 90er Jahren gegeben haben. Wir sollten Politik auch gerade an dieser Stelle wieder zur Glaubwürdigkeit verhelfen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Olaf Gutting.